Hier ist Nova. Hier ist Lu. Ah, hier ist ja die Lucy. Hier ist ein Megaton-Siedler. Hier ist noch ein Megaton-Siedler. Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Und Sie? Naja, Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Okay. Verstehen Sie nicht. Sie sind eine Art Freiberufler. Sie haben hier keine Wurzeln, kein Interesse an der Siedlung. Megaton bedeutet Ihnen gar nichts. Ich vertrete bestimmte Interessengruppen. Und diese Interessengruppen sehen diese Stadt Megaton als Pestbeule in der urbanen Landschaft. Wenn diese Siedlung weg wäre, würde das wirklich jemanden stören? Uns beide doch wohl nicht. Oh. Oha, Leute, der will die Stadt zerstören. Was sagen wir denn zu dem? Was sagen wir denn zu dem? Ich zieh mir erstmal einen Truppi Frutti rein auf den Schreck. Schreibt mir mal in den Chat, was wir sagen wollen. Ich warte mal ein Momentchen. Wenn wir schon einen Stream haben, Leute, dann können wir doch mal ein bisschen hier. Boah, echt hier, Leute. Zombie, Pigman, Cycler, Matze, Morty, Hirnzocker. Alle sagen eins. Okay, ich glaube, ihr wollt wirklich alle eins. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung, die nur einem einzigen Zweck dient. Der Explosion dieser Bombe. Sie bringen die Ladung an der Bombe an, dann erhalten Sie die großzügige Bezahlung. Was meinen Sie? Oha! Sims will, dass ich die Bombe entschärfe. Megaton wird in Flammen aufgehen. Oh, ihr wollt ihr Megaton wirklich zerstören, Leute? Wir sagen ihm mal, nur wenn es mehr als die 500 Kronkorken mehr und wir haben einen Deal. Ich probier's mal. Das war alles? Das beeindruckt mich leider gar nicht. Okay, der will uns auf jeden Fall weniger geben, deswegen sagen wir mal, Sims will, dass ich die Bombe entschärfe. Sims ist ein Idiot. Er ist stolz auf seine Position als Bürgermeister und Sheriff dieses Schrottplatzes. Ich habe Sims versprochen, sie zu entschärfen, aber für ein paar Kronkorken extra. Das war alles. Okay, Leute, der ist krass drauf. Das beeindruckt mich leider gar nicht. Ja, Julian, ich kann euch schreiben sehen. Deswegen frage ich euch auch manchmal, was wir machen wollen. Ey, Leute, wirklich, ihr wollt diese Stadt zerstören? Überlegt mal die ganzen Leute, die da drin leben. Die killen wir alle. Und wir brauchen Kohle. Und wir kriegen von dem Typen über 500 Kronen. Oder wir bekommen 500 Kronenkorken, dass wir die entschärfen. Evolve Play sagt auch, nee, Megaton nicht zerstören. Darky sagt, entschärft die Bombe. Er ist ein Idiot, lass ihn links liegen, sagt der Silberdrache. Pringles auch, nicht töten. Cycler will die Leute bluten sehen. Okay. Es stehen zu viele Leben auf dem Spiel, Burke. Ich werde die Bombe entschärfen. Davon würde ich Ihnen dringend abraten. Wenn Sie sich gegen die Wünsche meines Auftraggebers stellen, könnte er recht unangenehm werden. Sie ticken ja nicht richtig, Burke. Das ist aber eine Enttäuschung.
Wenn Sie Ihre Meinung noch ändern, das Angebot steht. Guten Tag. Durchreise, wie? Krasser Kerl, ey. Jo, moin Lucy. Ich kenne Sie nicht. Sind Sie neu in der Stadt? Das geht Sie gar nichts an. Vielleicht, wer will das denn wissen? Ich will das wissen. Ich suche jemanden, der eine Lieferung für mich erledigt. Sind Sie interessiert? Klar. Ein Job wird gewöhnlich auch bezahlt. Ich habe leider keinen einzigen Kronkorken bei mir. Ich habe mein ganzes Vermögen dafür ausgegeben, in dieser Stadt eine Hütte zu kaufen. Aber wenn Sie so nett sind, mir zu helfen, wird Ihnen mein Vater bestimmt etwas für die Reise geben. Was sagen Sie dazu? Ja, warum nicht? Prima. Bringen Sie bitte meiner Familie in der Siedlung Arafu diese Nachricht. Ich habe seit Monaten nichts von Ihnen gehört und mache mir Sorgen. Sobald Sie dort ankommen, reden Sie bitte mit Davis West. Er wird Sie gerne für die Reise bezahlen. Okay, hast du ein paar Infos über Arafu? Ich gebe Ihnen gern Informationen, denn Sie tun mir ja auch einen großen Gefallen. Richtig. Wo ist das denn? Arafu liegt nordwestlich von Megaton, an einer alten Potomac-Brücke. Wenn Sie den Überbleibseln des Flusses folgen, ist es nicht zu verfehlen. Okay. Gibt's da irgendwas, wovor ich mich in Acht nehmen sollte? Abgesehen von den Monstern des Ödlands, einigen Sklavenhändlern und Raider-Überfallkommandos und vereinzelten Landminen ist es da völlig ungefährlich. Wissen Sie, wenn es einfach wäre, würde ich selbst gehen. Toll. Okay, glauben Sie, dass die Familie in Gefahr ist? Nein, ich glaube nicht, dass Sie in Gefahr sind. Vielleicht kommen die Briefe einfach nicht an. Überbringen Sie bitte unbedingt die Nachricht. Okay, okay. Dann muss ich jetzt los. Hey, ich danke Ihnen nochmals dafür, dass Sie das für mich getan haben. Das bedeutet mir sehr viel. Was gibt's? So. Wenn Sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Hier ist Nova. Hallo. Hallo, ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ja, an den erinnere ich mich. Ich habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht so schnell. Süße, ich hätte echt gern mehr Zeit für dich, aber ich muss meinen Vater finden. Ich würde auch gern Zeit mit dir verbringen. Oh, Leute. Pass auf, ich kann dir helfen. Geh da hinten ins Büro. Moriarty hat da ein Terminal. Alles, was du suchst, befindet sich dort. Hier ist das Kennwort. Schade, dass du so jung bist. Ich könnte dir Sachen beibringen, die du niemals vergessen würdest. Oh, Leute, wie viel kostet ein Zimmer? Ich muss los, pass auf, ey. Auf alten Schiffen lernt man segeln, meine was lieben geht's? Freunde. So, wo ist denn hier das Terminal von ihm? Guten Abend. Moin! Ich muss weg. Ah, hier. Da ist das Terminal. Da gehen wir ran. Ist hier jemand? Sieht uns jemand? Wir sind versteckt, okay. Wir kennen das Kennwort, ey. Like a Pro Gamer. Jetzt packt einen harten Baseballschläger aus, hat Darky gesagt. Okay, wollen wir mal schauen. Besucher. Mr. Burke. Der Kerl ist ein Spinner erster Klasse. Eines schönen Tages, als ich gerade den Tresen wische, tauchte der Wichser aus dem Nichts auf. Ich hörte nicht mal, wie die Tür aufging. Er erzählt mir was von einer großartigen Möglichkeit und einem Kerl, auf den er hier warten müsse. Mir egal. Solange er für seine Drinks bezahlt, kann er von mir aus hier bleiben. Okay. James, das ist unser Dad. So kam aus heiterem Himmel James zurück nach Megaton. Weil er ja schon früher einmal bei mir war, fragte er mich, wo zum Teufel er sich ein Bild der Lage machen und herausfinden könne, was hier vor sich geht. Ich erzählte ihm von Galaxy News Radio in den Ruinen von Washington DC und diesem Kerl Three Dog. Dann verschwand er wieder, so plötzlich, wie er gekommen war. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, an das erste Mal erinnern, als er hier war, vor fast 20 Jahren. Ich konnte es nicht fassen, dass jemand aus freien Stücken in eine Vault hinein will. Aber er wird wohl seine Gründe gehabt haben. Er kam mit einem kleinen Kind, einem dieser Babys, die nicht eine Minute lang den Rand halten können. Normalerweise hätte ich so jemanden sofort wieder rausgeschmissen, aber irgendwie war er einfach zu wortgewandt. Dann verzog er sich plötzlich in Vault 101 und tauchte fast 20 Jahre lang nicht mehr auf. Netter Kerl, aber ein bisschen zu geizig mit seinen Kronkorken. Okay. Hier, der Motivationsslogan des Monats. Wenn es um die Wurst geht, bedeutet das, dass die Brahmi keine Milch mehr gibt. Okay, Ansässige.
Jericho, wer ist denn Jericho und alles? Warte mal, ich klicke mich einmal durch. Ich lese das jetzt nicht alles, weil ihr wolltet das ja nicht. Aber vielleicht bekommen wir ja auch irgendwie eine Quest oder so. Deswegen einmal durchklicken, so zack, zack, zack. Und dann haben wir die wichtigsten Sachen gesehen. Rechnungen. Ah, hier, die Leute schulden ihm noch Geld. 32 Kronkorken bekommt er noch von Jericho. Okay, gut, dann gehen wir hier mal... Ups. Dann loggen wir uns aus. Hallo, wie läuft's denn so? Hier könnten wir jetzt raus, aber... La la la, hier bin ich wieder. Ich habe nichts gemacht, Leute. Hab nichts gemacht. So. Hallo. Oh, der Holländer! Grüß dich, Holly. Schön, dass du wieder da bist. Hier kommen wir auch nicht rein. Hier könnten wir rein. Und hier auch. Hier ein Aktenschrank. Miss West. Guten Abend. Was ist das hier für eine Abstellkammer, ey? Okay, hier gibt's nichts von Interesse. So, hier ist Moriarty. Wenn ich was tun kann, nur raus damit. Ich suche noch diese andere Frau. Hier ist die Herrentoilette, okay. Wollen wir mal gucken, was da auf der Herrentoilette los ist, oder? Was gibt's denn? Oh, moin Andy. Hm? Ah. Ich habe leider gerade viel zu tun. Wenn Sie was essen wollen, sprechen Sie mit Jenny oder Leo. Ansonsten kann ich Ihnen nicht helfen. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Der Bereich außerhalb von Megaton? Für mich sind alle anderen Orte himmlisch. Scheißstadt. Wenn hier nicht Ödländer wie Sie mit Ihren Kronkorken durchkommen würden, wäre ich schon weg. Zumindest, wenn ich Jenny und Leo überzeugen könnte. Okay, alles klar. Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen. Wissen Sie was? Sie haben recht. Wahrscheinlich sehe ich wie ein Wegweiser aus. Wohin möchten Sie? Die Klinik, der Waffenhändler, gibt es eine Bar, ein Bett, Waffenhändler. Gehen Sie zu Moira in den Craterside Lagerraum. Sie verkauft einige Waffen. Stellt wohl auch welche her, wie ich höre. Sie finden sie unten am Krater. Okay, Moira, da wollen wir also hin. Alles klar, reden wir über was anderes. Hau rein. Ja, bis später dann. So, hier ist die Spind-Toiletten. Schön, dass hier die ganzen Klos so offen stehen. Was willst du von mir? Okay, komm, wir gehen hier schnell raus. Jo, ich denke, ich werde den Stream später auf YouTube hochladen. Wenn ihr das sehen wollt oder ein paar Leute zum Nachschauen vielleicht, falls man auch mal eine Folge verpasst, wäre das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Also unten... Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Scheiß die Wand. Wer ist das? Ein Megaton-Siedler. Ja. Okay. Oh, ich laufe hier gerade über irgendein Dach. Sorry. Ist doch auch ätzend, wenn du da... Ey, wollen wir dem Typen... Warte mal. Ich hoffe doch, Sie halten sich vom Ärger fern. Ich will für Ihre armselige Haut keine guten Kugeln vergeuden. Ein Mann namens Berg will mich dafür bezahlen, die Bombe scharf zu machen. Was hat er gesagt? Ach, der hat mir noch nie gefallen. Was ist, wenn jemand anderes die Bombe für ihn aktivieren soll? Wir müssen was tun. Sie haben recht. Kommen Sie mit. Sie erhalten gleich eine Lehrstunde in Ödland-Gerechtigkeit. Oha! Mal schauen, ob der den abknallt. Okay. Rennt so ein bisschen auf der Stelle erstmal. Man muss sich ja auch warm machen. So, warte mal, bevor irgendwie was Schlimmes passiert. Können wir, bevor wir sterben oder so ein Scheiß, hau ich hier mein Quicksave raus. Jetzt gibt's auf die Fresse, ey. Moin. Menja. Vielleicht hat die eine Quest für mich. Was ist hier? Irgendwas anderes. Schnell hinterher. Jetzt gibt's richtig Ärger. Wir sind voll die Petze, ne? Geht's also weiter? Hä? Berg, was wollen Sie in Megaton? Es tut Ihnen leid. Sheriff, wovon reden Sie da? Sie wissen verdammt gut, wovon ich rede. Die Bombe. Sie versuchen, sie in die Luft zu jagen. Haben Sie Ihren gottverdammten Verstand verloren? Sheriff. Nee, ich fürchte, das war ein... Missverständnis. Irgendjemand hat Gerüchte verbreitet.
Ich werde mich darum kümmern. Persönlich. Ich nehme Sie fest, Burke. Zumindest bis ich herausgefunden habe, was hier vor sich geht. Ich fürchte, ich kann Ihrer Bitte nicht Folge leisten, Sheriff. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Treten Sie beiseite. Keine Diskussion. Sie kommen jetzt mit. Warum müsst es ihr Affen immer auf die harte Tour versuchen? Na gut, Sheriff, gehen Sie vor. Hey! Alter, ich wusste, dass er das macht. Scheiße! Er hat den Sheriff gekillt, Leute! Den mache ich fertig. Komm schon, mach den fertig. Kopf verkrüppelt. Nein, warum? Oh Mann. Was ist denn da los? Wieso stürzt es denn schon wieder ab? Ah, sorry Leute, das kann doch nicht angehen. Schon das zweite Mal, ey. Aber hier, es geht direkt weiter. Ach Mann. Machen wir direkt weiter hier. Ja, klar. Hau rein. Was? Fallout 3 regelt nicht mehr. Och, Leute. Ich will doch nur in Ruhe Fallout 3 spielen, PC. Was soll das denn? Schon das zweite Mal. Ne, das dritte Mal jetzt ja sogar schon. Geht's also weiter? Burke, was wollen Sie? Müssen wir uns das nochmal anhören. Es tut Ihnen leid. Sheriff, wovon reden Sie da? Sie wissen verdammt gut, wovon ich rede. Die Bombe. Sie versuchen, sie in die Luft zu jagen. Haben Sie Ihren gottverdammten Verstand verloren? Sheriff. Nee, ich fürchte, das war ein Missverständnis. Irgendjemand hat Gerüchte verbreitet. Ich werde mich darum kümmern. Persönlich. Ich nehme Sie fest, Burke. Zumindest bis ich herausgefunden habe, was hier vor sich geht. Ich fürchte, ich kann Ihrer Bitte nicht Folge leisten, Sheriff. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Treten Sie beiseite. Keine Diskussion. Sie kommen jetzt mit. Warum müsst es Ihr Affen immer auf die harte Tour versuchen? Na gut, Sheriff. Gehen Sie vor. Wenn er zieht, jetzt zieht er die Waffe. Ah, das wird nicht klappen. Ich muss ihn auf den Kopf schießen. Komm schon. Schaffen wir bitte. Okay. Ja! Burke wurde getötet. Für die Sprengung von Megaton bekommen sie keine Belohnung mehr. Wieder einer weniger. Hallo. Ich bin froh, dass wir uns wieder... Wo ist der Sheriff hin? Warte, wir machen erstmal F5. Hallo, Jericho. Kommen Sie her. Ich möchte mit Ihnen reden. Es hat gar keinen interessiert, dass hier... Ich weiß. Na gut, egal. Schöne Waffe, die nehmen wir mit. Die Schildpattbrille nehmen wir auch mit. Businesskleidung. Sprache plus 5 und ein Vorkriegshut. Wahrnehmung 1. Was macht unser... Warte mal, was haben wir denn gerade an? Wahrnehmung 1. Ne, komm, dann nehme ich den Vorkriegshut lieber mit. Und das Outfit macht Nahkampf, macht Rüstung 4. Das macht Rüstung 2. Ne, komm. Sein Dingens kann er behalten. Aber wir kriegen auf jeden Fall... Werden wir unsere... Brille erstmal anziehen. Yay. Und den Vorkriegshut. So, wie sehen wir jetzt aus? Ups, das wollte ich gar nicht. Schnell wieder wegstecken. Die Waffe wieder weg, Mann, wenn die Leute das sehen. Ist das wahr? Guck uns mal an, ey. Krass, oder, wie wir aussehen? Hat schon was. Ich kann nicht behaupten. Was geht ab, hat er gesagt. Sauber. F5, Leute. Schnell speichern. Okay, so. Wollen wir mal schauen. Wo ist denn der Sheriff jetzt? Der lebt noch, oder? Ich glaube, er hat es überlebt. Ja. Lass uns mit Jericho quatschen. Wo ist der hin? Ist Jericho weggegangen? Hallo?
Oh, guck mal hier, ich gehe erstmal kacken. Megaton-Siedler? Ne, Jericho ist, glaube ich, wieder weg. Okay, komm, dann gehen wir raus. Guten Abend. Ha. Gibt's.